Herzlich willkommen zurück in dieser wunderbaren Küche, wo Chefkoch Garrett Ihnen jetzt ein wunderbar bereitetes Mahl zubereiten wird, und zwar den geprügelten Hamariten. Ich hoffe, es wird Ihnen munden. Wo sind Sie denn, Herr Hamarit? Ich brauche Sie hier als Zutat, damit ich Sie kleinschnibbeln kann. Hallo? Och, Menno. Weil ich will mich jetzt eigentlich nicht wieder von ihm töten lassen. Das muss jetzt nicht sein. So langsam könnte er aber mal kommen. Hallo? Naja, du kommst ja, glaube ich, von da nicht. Dann gehen wir hier in den Schatten. Ja, ja, hier haben wir ja gestern schon geguckt. Hier war ja nichts. Ist ja jetzt wieder eine neue Aufnahme. Naja, gut, dann brauche ich den Hamariten, glaube ich, gar nicht zu zerschnibbeln. Gehst du da rein? Warum gehst du da nicht rein? Du bist ja gemein. Nein, du hast nicht recht gesehen. Bieg einfach ab. Da ist nichts mehr. Nein. Geh da rum. Eh. Was ist das? Wer da? Niemand. Bei ihr ist es so hell. Muss ich meine Nerven beruhigen. Okay. Halt! Nein! Och, nicht doch. Das gibt es doch nicht. Hamarit, ich wollte dich doch nur klein schnibbeln. Ich krieg den nicht mehr. Och. Woher wusstest du denn schon wieder, wo ich bin? Oh no. Okay, wir dürfen nochmal in der Küche anfangen. Ist es nicht herrlich? So, jetzt machen wir hier kein Theater. Mich deucht. Da ist nichts mehr. Nein. So. Jetzt kann ich dich auch zerschnibbeln. Komm mal her. Komm mal mit. Ich möchte dich zerschnibbeln. Weil du es mir so schwer gemacht hast. So, hier, Garrett, pack den mal da drauf. Doch, pack ihn da drauf. Was liegt da eigentlich Rotes da drunter? Ach, das ist sein Fuß. Ja, das ist doch auch schön. Ja, hat was. Du kannst hier so liegen bleiben. Bewach mal die Küche. Gib mir nochmal hier das Brot. So. Jetzt haben wir hier auch unsere Ruhe. Hier haben wir schon überall geguckt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn wir hier wieder runtergehen. Auf diesen lieben, lieben Menschen. Runter, habe ich gesagt. Geh leise und geh langsam, Garrett. Ist da oben noch wer oder ist das der hier unten? Gott, der wird mich doch sehen. Hallo? Ja, hallo. Wo seid ihr? Nein, hier ist niemand. Da war niemand, nein. Fürchtet euch nicht. Jetzt sucht er auch noch nach mir. Finde euch schon. Ja, ich fürchte mich auch nicht. Guck einfach in die andere Richtung. Wer wohnt denn jetzt hier noch? Hallo, wer bist du denn? Wer bist du? Du siehst aus wie Jesus. Wer schließt hier Türen auf? Ach, er. Naja, dann kommst du trotzdem noch in die Zelle. Du siehst mich ja gerade nicht. Das war jetzt aber... Sonst merkt ihr immer, dass ich da bin, wenn ich euch nur kurz berühre. So, hier. Ich hoffe, dir gefällt die Zelle. Nicht? Kriegt nicht jeder hier so eine schöne Luxuszelle? Ach ja, gut, wir müssen ja wieder zurück. Wir müssen zurück. Ja, genau, wir sind erst in Zellenblock 1 gegangen, dann gehen wir jetzt in Zellenblock 2. Hallo? Ach, da oben ist auch schon wieder wer. Schatten. Na, wer ist denn hier wo? Du könntest Kathi sein, aber ich glaube, du bist nicht Kathi. Ich glaube nicht. Du siehst schon wieder aus wie Jesus. Warum seht ihr hier alle aus wie Jesus? Naja, falsche Zeit, würde ich sagen. Wei, wer wandelt denn hier jetzt noch? Ich höre gerade keinen. Das ist schön. Ist jemand gekommen? Ja, hier ist jemand gekommen. Alles scheint jetzt ruhig. Boah, ich stehe doch genau im Schatten. Warum bin ich denn so hell? Ja, am Prügel lag es jetzt nicht. Drehe er sich bitte.
Na komm, drehe er sich. Hallo, ich habe dir gesagt, du sollst dich drehen. Naja, wenn du dich nicht drehen willst, dann halt so. Einer Bauer, wo seid ihr denn entsprungen? Wo bin ich entsprungen? Ich bin... ja. Och nein, der macht den Alarm an. Och nö, das können wir ja schon vergessen, wenn der den Alarm anmacht. Das ist auch nervig für euch dann in der Aufnahme da, die ganze Zeit diesen Alarm zu hören. Dann warten wir jetzt einfach, bis er sich dreht. Warum dreht er sich jetzt so schnell? So, das hast du jetzt davon, dass du dich so schnell gedreht hast. So, give me the key. Bleibst du gerade so? Danke. Nicht runterfallen. Ich brauche dich hier oben, weil unten sollte dich niemand sehen. So, wer liegt hier? Zellenblock 2, 2, Potzol, Vandale, Finger zerschmettert. Aua. 5, Gerald, Dieb, Handgelenk gebrochen. 8, Nemmen, Mörder, ausgepeitscht, an heiliger Strafe gestorben. Von Nemmen haben wir doch auch was gehört. Das ist der, der abgehauen ist, genau. Das heißt, hier ist keiner, der uns interessiert. Das ist schade. Dann können wir hier wieder gehen. Ach, falscher Schlüssel. Ja, dann... hallo? Lass mich raus. Ich möchte hier nicht ewig versauern, so wie du. Habt ihr hier noch irgendwas versteckt oder so? Nein. Schade, schade. Kommt mir jetzt hier wer entgegen? Zellenblock 1. Moment mal. Ach, dann weiß ich, wo wir sind. Hä? Warum geht denn das jetzt nicht auf? Nö, die geht nicht auf. Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Ich weiß nicht, ob ich hier hin will. Ja. Gehen wir zurück. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe gerade total den Überblick verloren. Ach, hier sind wir, okay. Das heißt, wir müssen zurück. Mir hat auch jemand gesagt, das wären gar keine Kameras, das wäre ein Hörrohr. Also ich meine, warum sollte sich ein Hörrohr drehen? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Dass sich ein Hörrohr dreht. Also können wir uns das ja mal was genauer angucken. Ich würde behaupten, das ist ein Guckrohr, dass da oben einer drüber sitzt und guckt. Würde ich jetzt so behaupten. Wir können ja mal gucken. Wir stellen uns mal hier ins Licht. Ich sag doch, das ist eine Kamera und kein Hörrohr. Ich hab's doch gesagt. Gut, wieder runter. Ja. Überblick wiederfinden, dann ist alles gut. Dafür, dass das ein Schleichspiel ist, renne ich hier aber sehr durch. Aber okay. Aber musste man ja mal austesten. Gut, es hat uns nicht gesehen. Ja, genau. Jetzt müssen wir nämlich in die andere Richtung. Und zwar hierhin. Stört mich die Fackel oder stört sie mich nicht? Da ist eine Kamera. Das heißt, ja, sie stört mich. Geh mal aus. Wer kommt dort? Warum sagt ihr eigentlich immer für wahr? Ihr könnt es auch für unwahr nehmen. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine erleuchtete Zukunft bahnen werden. Aha, Mann, ich hab dir gerade den Schlüssel geklaut. Und hier will ich irgendwie nicht hin. Was hat das hier für eine Bedeutung? Kriegt ihr hier auch drunter her und wie auch immer? Was ist das? Das sieht auch sehr genial aus. Wachsamkeit ist unser Schild. Ach, hör auf zu singen. Der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe. Boah. Mit der wir uns den Weg. Huhuhu. Das war knapp. Dieses blöde flackernde Licht da. Erst 4 oder erst 3? Wir gehen erst in die 3. Warum auch immer, aber die 3 ist mir jetzt gerade erstmal sympathischer. So, was haben wir hier? Einen wandelnden Hamariten. In welche Richtung gehst du? Doch auch mit den Händen eines Erbauers. Er wird uns von der Erde emporheben. Geh durch die Tür, dann kann ich dich nämlich... Genau, das kann ich dann. Komm mal weg da. Nein. Dein Kollege hat sich's anders überlegt. Er wollte nochmal zurück. So. Ja, du drehst dich gerade. Super. Puh. Etage 2. Da wollen wir hin. Das wäre eine gute Idee. Die Tür ist auch cool.
Ist da wer drin? Nö, ist einfach nur so ein Raum. Na gut. Warum auch nicht? Das kennen wir ja schon. Ich guck jetzt gerade nicht. Wer seid ihr? Niemand. Warum bin ich hier schon wieder so hell? Hallo Frau, warum bist denn du hier? Bist du eine Frau? Ja doch. Bist du doof? Du bist in einem Gefängnis. Ich könnte dich befreien und dann fängst du an, nach mir zu suchen. Guck weg, guck weg, guck weg. Danke. Ah ne, ich sollte warten. Ich sollte einfach warten. Du hast auch noch, glaube ich, einen Schlüssel, wenn ich das richtig sehe. Wenn das nicht... Ja, du hast noch einen Schlüssel. Aber wahrscheinlich den, den wir schon tausendmal haben. Hallo. Ich bin harmlos. Tut mir nichts. Nö, ich tu dir auch nichts. Du sitzt eh in der Zelle, deswegen ich komme ja auch nicht zu dir rein. Oder sagen wir so, ich habe auch noch andere Hobbys, außer nach dir zu suchen. Oder dich irgendwie bewusstlos zu schlagen oder so. Falscher Schlüssel. Ach, ich Idiot. Dann wird das immer der falsche Schlüssel sein. Dreh dich. Hallo? Ja, hallo. Hier ist wer. Ja, hier ist auch wer. Was sagt mein Wecker? Ich habe das Gefühl, der hätte schon wieder... Nein, der hat noch nicht geklingelt. Ich dachte schon. Ich hätte ihn wieder überhört. Jetzt habe ich den Schlüssel schon 6-mal. Ich habe doch gar keinen Bogen. Ich habe zwar einen, aber ich benutze ihn nicht. Zellenblock 3. Zellenblock, nicht Bock. 2. Dicket, Ketzer, Sauerbrei. Nach Widerruf und Inkenntnissetzung freigelassen. 3. Latten, Lügner. Zunge durchstochen, Fabrikarbeit. 4. Basso, Brandstifter, gebrandmarkt. Ja, das passt ja. 7. Derne. Eine Dirne. Geschoren und gebrandmarkt. Wird freigelassen. 10. Tarquis, Münzfälscher. Nase gestutzt, Fabrikarbeit. Also Basso ist schon mal in der 4. Und die drehen hier gerade alle am Rad. Boah, hör doch auf, mir auf die Nerven zu gehen. 4, habe ich gesagt, ist Basso, ne? Ja, kann man die 4 von hier... Da ist die 4. Da ist die 4, das ist schön. Joa. Also das hier waren, glaube ich, die für oben. Pff, ja. Das war die falsche Tür. Ist da jetzt jemand abgehauen? Ich hoffe nicht. Das war auch nicht die 4. Hm. Das war die 4. Ist jetzt die Frage, habe ich jetzt jemanden befreit oder nicht? Ach, Ruhe. Ach nein, ich habe anscheinend keine wichtigen Leute befreit. Hoffe ich mal. Tja, das ist Basso. Wäre einfacher, wenn er nicht ohnmächtig wäre. Ich muss ihn wohl hinaustragen. Tja, leider. Dann nimm Basso mal mit. So, wir sind von hier gekommen, glaube ich. Und jetzt müssen wir zur anderen Seite. Nach unten. Ja, ja, bleibt ihr mal alle da, wo ihr seid. Und dann sind wir hier alle Freunde, wenn ihr da einfach bleibt. Gut, hier ist keiner. Hier sieht uns gerade keiner. Ja, wir dürfen Basso jetzt die ganze Zeit mitschleppen, nur weil der Depp bewusstlos ist. Wo lege ich dich denn hin? Oder nehme ich dich mit, Basso? Ich weiß nicht, ob ich Basso mitnehmen oder liegen lassen soll. Aber ich glaube, wenn ich ihn hinlege, verliere ich ihn. Dann finde ich ihn nicht mehr wieder. Das wäre nicht so gut. Kathi, bist du hier? Ja, ich glaube, das ist Kathi. Gut, du siehst mich ja jetzt hoffentlich gerade nicht. Wir müssen ja eh hier runter. Ich lege ihn jetzt hier hin, speichere aber nochmal für den Fall, dass er gleich auf mysteriöse Weise verschwinden sollte. Falls er doch denkt, oh, meine Zelle war so schön, ich bleib mal da. Drehen Sie sich. Danke. Wer geht dort? Niemand. Ha, er hat mich nicht gesehen. Finde ich gut. Ach. Jetzt haben wir den Schlüssel schon 7-mal. Ist es nicht herrlich? So, wer wohnt hier? Zellenblock 4. 1 Possum, Frauengreifer, entmannt. Aua. 4 Misa, Vandale, Whisky. Was? Whisky? King? Was ist das denn? Fabrikarbeit. 5 Wills, Ketzer, Meditation, Fabrikarbeit. 6 Kathi, Diebeshehler, Handflächen täglich verbrüht. 8
Taibal, Dirnentreiber, an Ausfluss gestorben. Lecker, wirklich sehr lecker.